Ich sehe Matthias Ginter. Ja. Das sind von links nach rechts. Das bin ich, Swanny. Die Christina Ginter, das ist die Frau von Matthias Ginter. Matthias Ginter und dann ein langjähriger Twitch-Zuschauer von uns. Paralappen heißt er. Heißt Yannick. Mhm. Und wir haben seit 2018 machen wir mal im Dezember Charity-Streams. Und Matze Ginter ist bei uns ein Meme in der Community. Das ist jetzt ein bisschen zu lang die Story, um das auszuführen. Aber wir haben da einen Charity-Stream für seine Stiftung gemacht, die Matthias Ginter-Stiftung. Die setzen sich für sozial, körperlich und ansonsten benachteiligte Kinder in Deutschland ein. Und das ist total eskaliert. Und dann hatte ich eine Einladung bekommen von denen. Die machen dann einmal im Jahr so eine Stiftungsgala. Mhm. Da wurde ich zu eingeladen. Da hatte ich gefragt, also man durfte eine Begleitperson mitnehmen. Da hatte ich gefragt, ob wir noch eine dritte Person mitnehmen können. Als Repräsentant quasi. Ja, nee, weil der Yannick, der Paralappen, unser Zuschauer, der hatte sein komplettes Weihnachtsgeld in diesem Charity-Stream gespendet. Das waren, ich glaube, 1.000 oder 1.500 Euro. Und da dachten wir, das wäre eine geile Idee zu fragen, ob er auch noch mitkommen kann. Und dann sind wir da hingegangen. Das war ein sehr geiler Abend. Da haben wir auch mit Jogi Löw ein Foto tatsächlich bekommen. Jogi Löw. Ja. Oh. Aber Swanny hat sich auch nicht doll verändert, finde ich. Nee. Den habe ich, wie gesagt, den sehe ich ja jetzt immer auf den CS-Events. Der sieht immer noch genauso aus. Ja. Auch barttechnisch genau das Gleiche. Wie lange ist das her? Das war 2019. Okay. Da genau. Swanny sogar im maßgeschneiderten Gucci-Anzug. Oh. Und der hatte hier so einen goldenen Hirsch. Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennt. Der hatte hier so einen goldenen Hirsch hier, ne? An der Brust. Ja. Und dann hat er gesagt, das Ding war auch 400 Euro teurer. Und der Anzug, ich glaube 2.000 oder 3.000 Euro hat der Anzug gekostet. Und ich kam da. Also hat er nicht gespendet. Nee. War nichts über. An dem Abend hat Swanny nicht gespendet. Und da habe ich sogar ein EM-Trikot ersteigert, was er für die EM-Qualifikation hat er das gespielt. Also sogar ein getragenes und unterschrieben. Da gab es dann so eine Tombola, wo du mitbieten konntest. Und das konnte ich mir da sichern. Das habe ich zu Hause an der Wand hängen.